So, zweiter Messetag, CMT 2020. Der Camper Tobi ist zurück aus dem Wohnmobil und filmt jetzt einen Zuschauerwunsch. Ich habe bis jetzt 27 Wünsche und ich hoffe, dass ich die alle erfüllen kann. Wir legen los. Einmal Rollerteam von hinten, www.freizeitmobile-gulde.de. Und der Zuschauerwunsch bezieht sich auf den Kronos, den 287 Integral. Und in den gehen wir auch rein, wenn Zeit ist. Es ist Sonntagnachmittag, es ist der Teufel los auf dieser Messe gefühlt. Jetzt schon viel mehr Besucher nach diesem ersten Wochenende oder an diesem ersten Wochenende. Ich halte es extra mal länger drauf, dass es keine Beschwerden gibt. Und da seht ihr das hier, die technischen Daten. Dann gehen wir auf die Details insofern ein, dass wir ein bisschen Emotionen rausholen. Also zurück zur Messe und zu den Besuchern. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, was das Wetter so ausmacht. Letztes Jahr hatten wir es eisig und es war immer ein bisschen unsicher. Es war saukalt, es hat geschneit. Das hat natürlich den Ausflugs Charakter genommen, um mal schnell einen Trip nach Stuttgart zu machen, aber es ist wirklich mega. Deswegen Fahrzeuge filmen jetzt sehr schwer. Deswegen mache ich das ganz dezent. In den Fahrzeugen ist natürlich permanent was los. 2020er Modell auf Fiat. Ich gehe mal in die Totale. Weitwinkel ist drin. Danke für das Feedback zum Weitwinkel. Wie gesagt, ich bin immer noch am Testen. Jetzt wieder eine ganz andere Geschichte hier. Ein anderes Set probiert mit anderem Kabel. Ich hoffe, ich komme jetzt schon langsam in die stabile Phase, um das ordentlich darzustellen. 287 Integral, du machst echt was her, mein Lieber. Schönes Auto. Rollerteam, ja, der zweite, glaube ich, den ich abfilme, in Düsseldorf vorgestellt. Da sind wir mal ganz kurz rein. Das war auch ein Zuschauerwunsch und das schaue ich mir immer wieder gerne an. Liebe neue Zuschauer, derzeit 27.000 am Kanal. Es ist echt richtig cool. Vielen Dank. Aber ich sag's euch immer wieder, wenn ihr das erste Mal reinschaut, der Camper-Tobi ist lediglich ein Schaufenster. Kein Kritiker, kein Wärter. Ich schildere meine Emotionen und bin jetzt nicht der Technikverliebte. Ich kenne mich, glaube ich, ein bisschen aus. Aber das ist eine Geschichte, die ich euch dann nicht im Detail ermöglichen kann. Das ist ein Teaser. Geht bitte auf die Homepages. Geht bitte preislich in den Konfiguratoren der Hersteller. Guckt euch das dort alles an. Dem ist irgendwann nicht mehr Sorge zu tragen. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Aber wie gesagt, Schaufenster. Ich möchte diese Messe jetzt quasi im YouTube verewigen, sodass ihr immer wieder profitieren könnt, die Modelle anschauen. Das hat ja auch, finde ich, eine riesen Nachhaltigkeit. Und jetzt schaue ich mal rein. Ich hoffe, ich kann die Tür aufmachen. Das ist alles sehr solide gebaut. Also ihr habt es am Preis gesehen. Das ist wirklich ein sehr preiswerter. Ich sage immer wieder, der Unterschied zwischen billig und preiswert, der ist meilenweit. Billig ist dann immer wirklich billig, was man sich vorstellt. Aber das ist preisgünstig, preiswert im Preis günstig. Und mittlerweile arbeiten ja viele mit den gleichen Zutaten. Der Stil verändert sich, der Geschmack, die persönliche Emotion, die Beziehung zum Auto. Hier natürlich aktuell im Trend seit letztem Jahr 2020, beziehungsweise Caravan Salon 2019 hat man gemerkt, Face to Face is back again. Das gab es alles schon. Es kommen auch wieder französische Betten, witzigerweise. Gerade beim Affinity, den ich am ersten Tag gefilmt habe, interessant zu sehen, nicht gerade der Trend französische Betten. Wenige Hersteller wagen sich da mit größeren Stückzahlen ran, immer wieder mein Nischenmodell. Dann kommt ein Kastenwagen hier an und verdreht allen den Kopf, weil das Konzept dazu passt, weil die Küche richtig sitzt. Also guckt euch das Video nochmal an. Für mich das Highlight überhaupt, sage ich, während ich diesen wirklich hübschen, offenen, tolles Armgefühl, besitzenden Creos abfilme. Oh, jetzt haben wir wieder diese mega langen Sitze. Textilleder drauf, das lockert das Ganze nochmal auf. Keine Angst vor den Leuten, die sagen, oh, das wird so schnell schmutzig. Ja, mein Gott, wenn ich schwitze, lege ich mir mal was drauf. Ist meine Meinung, immer alles meine Meinung. Und dann kann man das vor allem auch gut reinigen und für lange Zeit erhalten. Diese Kunstleder, Textilleder-Bezüge sind wirklich sehr zuverlässig geworden in den letzten Jahren. Also, ihr seht mal, jetzt ist er besetzt. Ich schaue mal, ob der Kubi frei ist. Und dann gehen wir in den EB nochmal rein. Der EB war gewünscht, aber ich denke mir, also da kann man nicht meckern, 60.000 Euro. Und da ist schon ordentlich was drin. Ich habe erst getippt, der wäre mit, keine Ahnung, kleinster Maschine, aber 140 braucht der E-Minimum. Zuladung war auch okay, was ich gesehen habe. Also ihr seht hier das gleiche an Kubi. 265 heißt er da. Und wir filmen ja niemanden an auf einer Messe. Wir machen nur eine kleine Roomtour. Sie sind nicht im Bild, wir filmen sehr dezent. Ja, ich sag's nur dazu, weil nicht jeder mag das. Und ich bin da sehr vorsichtig. Vielen Dank. Dann gehen wir mal kurz rein, nutzen wir das. Also hier nochmal der 265er. Am Grunde sieht man es eben, große Heckgarage und ein Hinsbett. Und jetzt bin ich ganz alleine, glaube ich. Und deswegen filme ich hier mal durch. Hubert, obligatorisch.
Weiß nicht, ob man dieses Fahrzeug jetzt auch ohne Hubbett haben kann. Das könnt ihr dann mit Sicherheit bei eurem Händler ausforschen. Aber das hängt gut drin. Stehhöhe habe ich. Viele sagen immer, bitte, bitte vergiss nicht die Stehhöhe. 2,04 Meter mindestens, weil ich heute die Bergschuhe anhabe. Und die brauchst du hier. Hier gibt es zwar keinen Berg, außer Rolltreppen. Aber manchmal musst du hier dich wirklich durch die Hallen. Grüß Gott, ich filme sie nicht an, ich mache nur eine kurze Rundtour. Lassen Sie sich nicht stören von mir, wir gucken miteinander. Vielen Dank, super. Also hier seht ihr, die Länge macht sich natürlich bemerkbar, das ist cool, weil dann kannst du immer bei solchen Grundrissen hier ein großes Bad einbauen. Das Bett ist schon arg angewinkelt, aber das geht, weil sie ja jetzt meistens 2 Meter lang sind, 1,60 Meter breit. Natürlich hier im Heckbereich haben wir die obligatorischen Schränke. Obligatorisch, glaube ich, wird mein Wort auf der CMT 2020. Schauen wir mal. Hallihallo, grüß Gott. Und natürlich Stufen zum Bett, dass der Einstieg leichter ist. Ihr könnt wie bei allen Modellen in Richtung Premium-Klasse mittlerweile die Betten öffnen und darunter habt ihr Staumöglichkeiten. Das, glaube ich, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ist auch ein Queens-Hub-Bett. Also ihr könnt nochmal anpassen. Da hinten sieht man den Rollladen, der geht dann hoch. Dann haben wir eine schöne Illuminierung, wie auch immer. Schön ist es. Und dann führen wir nochmal in die Dusche. Und das zeichnet sich immer so ein bisschen ab, finde ich, bei dem französischen Marken, Challenger, Chanson und so weiter, sieht man immer diese Acrylscheiben, die abgedunkelten. Trummer an Bord sehe ich, hier sind die ganzen Auslässe. Also da hat man sich schon bemüht, für den Preis ein tolles Auto zu bauen. Das mache ich noch einmal kurz. Sie wollen schon mal ins Bad, Sie dürfen ruhig durchhuschen. Wir tauschen. Sie sind sehr verständnisvoll. Vielen Dank. Ein kurzer Blick hier, damit ich kein Bad vergesse, sonst schimpft mich wieder die Zuschauer. Auch schön ausreichend, auch für die langen Beine. Wenn nicht, dann kann man wie bei mir hier mal die Tür offen lassen. Dann kann man trotzdem weiter kochen und macht halt dann die Verbindungstür hier zu. Winkelküche, ausreichend. Hell, freundlich, LED hier. Ach, macht einen guten Eindruck. Also, ich gebe einen Daumen nach oben, für das, dass ich das erste Mal jetzt wirklich in dem Integrierten bin. Übrigens, Ankündigung, diese Woche, ich schätze mal Freitag, Samstag, wenn alles plangemäß läuft, fällt das 1000. Video. Keine Ahnung, was ich da mache, ich werde mich auf jeden Fall mal freuen. Von dem her, lasst ein Like da. Und jetzt schauen wir, dass wir im Gegenzug nochmal hier in das EB-Modell kurz reinhalten können. Es ist ja relativ gleich, werden wir ja gleich nochmal bestätigt sehen. Fernseher, weiß ich nicht, ob er dabei ist. Ihr könnt ja in Ruhe nochmal aufs Preisschild schauen. Truma CP Plus an Bord finde ich gut, großer Kühlschrank an Bord und dann schleichen wir uns mit der Kamera nach unten. Grüß Gott, vielen Dank. Nach draußen und huschen nochmal davor. Seht ihr jetzt nochmal beide nacheinander. Ich habe hier das Weitwinkel drin. Ich hoffe, Kameraqualität passt. Und dann gehen wir nochmal rüber und jetzt ergattern wir uns hier das Schlafzimmer. So, zwei Personen noch drin. Oh, ein Schiebefenster entdecke ich. Ja, ich weiß, ich denke immer an das Schiebefenster, ist bei mir romantisch, weil ich die einfach mag. Und jetzt warten wir aber ganz kurz, bevor wir reingehen, weil da von Kindern gestürmt wird. Und werde die Sendung aber jetzt nicht abbrechen, das ziehen wir jetzt durch. Darf ich einen kurzen Blick nur den Zuschauern 30 Sekunden lang ins Schlafzimmer geben? Ich filme auch niemanden an hier. Vielen Dank, super. Geht ganz schnell. Liebe Leute, ich habe mir kurz die Vorfahrt genommen. Ihr seht, hier ist das Bad anders konstruiert, da hat man die Dusche nach links gesetzt. Vom Rundumblick her tut sich da gar nichts, das ist ein und dasselbe. Ich gebe euch einen kurzen Schwenk, ich will ja niemanden blockieren und da haben wir die Einzelbettversion. So, so ist ein Quickie, geht doch. Zwei Autos in 8 Minuten 50, sorry für den Überblick. Die Zuschauerwünsche werden wir natürlich auf den First Look begrenzen. Tausend Dank, wir haben es geschafft. Wunderbar, nicht, dass es eine Qual war, aber ihr seht, was hier los ist. Und ich finde ihn hübsch, auch von der Front her, es gefällt mir. Kann man sich schon sehen lassen damit. Also, goodbye. Der Camper Tobi nimmt seine Tasche und geht weiter. 4, 5 Stück noch. Schauen wir mal, was noch läuft. Servus von der CMT. Bis gleich. Dankeschön. Echt?